sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von In Any Case. Diesmal wieder mit einem Mordfall. Und es geht diesmal um einen besonderen Mordfall, der nie aufgeklärt wurde, bis heute nicht. Die ganze Geschichte spielt in Oberbayern, in einem kleinen Ort. Ein harter Winter ist vorbei und die Bevölkerung freut sich auf einen schönen Sommer. Jakob und seine beiden Freunde und Nachbarn Lorenz und Michael sind erstaunt. Denn die gemeinsame Familie, die in einem Aussiedlerhof wohnt, ist seit Tagen nicht mit ihnen in Kontakt getreten. Sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Also entschließen sich die drei, den Hof hinter Kaifek aufzusuchen und nach dem Rechten zu schauen. Doch was sie dort entdecken, ist kein schöner Anblick. Sie erblicken 6 Leichen. 4 lagen in einem Stall, 2 in einem Haus. 5 davon waren Familienmitglieder. Und eine Magd. Allen wurde brutal der Schädel eingeschlagen. Eiskalt. Trotz den intensiven Ermittlungen wurde der 6-Fach-Mord bis heute nicht gelöst. Es ist einer der brutalsten und rätselhaftesten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte. Denn wie von Geisterhand wurden die 6 Personen dort umgebracht. 2007 erkannten einige Kriminalbeamte, dass durch Ermittlungsfehler der Täter heute bereits schon gefasst werden könnte. Doch Beweise wurden vernichtet oder Hinweise wurden nicht beachtet. Besucht man diesen Ort, erlebt man etwas Schauderiges. Denn die Atmosphäre ist dunkel, man spürt Kälte, Nebel. Und obwohl der Mord 1922 geschehen ist, es ist einer der spektakulärsten Verbrechen, die es bis jetzt gab. Obwohl die Grundmauern des Gebäudes schon lange abgerissen wurden, gibt es immer noch Touristenführungen zu dem Tatort. Doch erst bei dem Abriss des Hauses wurde die blutverschmierte Tatwaffe gefunden. Und zum Schluss noch einige Details zur seltsamen Familie, die dort lebte. 1914 wurde der Vater zu Zuchthaushaft verurteilt, wegen Blutschande. Inzest, so heißt es im heutigen Sprachgebrauch. Aber das ist nicht das einzige Rätselhafte daran. Die Tochter ging eine Beziehung mit dem damaligen Ortsführer ein. Dieser Ortsführer ist einer der Nachbarn, der die Toten gefunden hat. Ein Jahr zuvor verließ eine Magd fluchtartig den Hof, weil sie sich beobachtet vorkam. Ist das nur ein Zufall oder hatte der Mörder sie vielleicht schon beobachtet? Vielleicht war es aber auch Gottes Strafe für diese Blutschande. Ihr entscheidet, war das die Wahrheit oder habe ich mir das alles nur ausgedacht? Das ist der zweite Teil und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wie immer, passt auf euch auf, denn jeder könnte ein Mörder sein.